Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, wertes Präsidium, werte Kollegen, liebe Gäste, auch ich muss noch mal hier ans Mikrofon, um ein paar Klarstellungen oder ergänzende Worte loszuwerden. Zunächst zum einen an den Kollegen Borschke. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, vielleicht ist es bei dir auch nur ins falsche Ohr geraten. Natürlich wollen wir keine Erhöhung der Kurtaxe. Im Gegenteil, eigentlich sollte man Kurtaxen jedenfalls sehr viel familienfreundlicher gestalten. Die Idee war nur, dass in der Kurtaxe, wie das in vielen anderen Regionen auch funktioniert, und zwar auch ländlichen Regionen, zum Beispiel Touristikzentren in Bayern, dass in der Kurtaxe auch die Nutzung des inselweiten oder eben im Tourismusgebiet verbreiteten öffentlichen Personennahverkehrs integriert ist, dass man nicht extra zahlt. Und da darf ich sagen, selbstverständlich ist die UBB, Herr Dahlemann, ein hervorragend strukturiertes und gut funktionierendes ein Verkehrsbetrieb, aber ist ganz schön teuer. Und das wäre schön, wenn das in dieser Kurtaxabgabe mit integriert wäre. Das würde die Leute eben auch noch mal inspirieren, das Auto stehen zu lassen. Das zum einen. Zum zweiten. Ich habe viel vernommen und bin enttäuscht über die Pauschalität vieler Beiträge. Herr Eifler, natürlich können wir einen Beirat gründen und im Beirat über alles Mögliche reden. Aber ich hätte mir bei den Vernetzungen, die die CDU auf der Insel Usedom hat, noch ein bisschen Konkreteres von Ihnen gewünscht. Sie haben keinen einzigen konkreten Beitrag geliefert. Sie haben nur hehre Phrasen abgegeben. Herr Dahlemann, für Sie gilt genau das Gleiche. Kein einziger strukturierter, konkreter Beitrag. Im Gegenteil, Sie kommen dann noch damit, sicher richtig, hohe Mieten, bessere Löhne, die Bettenburgen. Wir reden aber bei dem Antrag über ein Verkehrskonzept und nicht über alle möglichen sonstigen Probleme, die es auch gibt. Und davon haben wir eine ganze Menge, in der Tat. Aber es wird nicht besser, wenn wir alles in einen Topf werfen, rumrühren und am Schluss dann gar nichts bewirken. Insofern, und Herr Dahlemann, Frau Schwenke hat es zu Recht angesprochen. Besonders vermisst habe ich einen Satz nach dem Motto, dafür gibt es ja auch den Vorpommern-Fonds, den Sie verwalten und über den Sie regieren, mit dem man vielleicht mal ein paar Zuschüsse für diese Probleme locker machen könnte. Kein Satz dazu. Das ist mit Verlaub erbärmlich. So, und dann möchte ich sagen, alle Redner haben betont, komplexes Problem, viel Redebedarf. Man sollte darüber sprechen und gleichzeitig wollen Sie den sehr legitimen Antrag, dass wir dann in den Landtagsausschüssen wenigstens auch darüber sprechen, ablehnen. Das erscheint mir fast schon schizophren. Wir können in den Ausschüssen Expertengespräche führen, Anhörungen durchführen. Wir können gemeinsam uns einer Lösung annähern. Warum Sie das ablehnen wollen, erschließt sich mir nicht. Da bleibt wieder nur einsam statt gemeinsam. Ihre Politik, die Regierung macht, die Opposition wird nicht beteiligt. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Dankeschön.